Moin und herzlich willkommen zurück auf dem Tiki Reefer YouTube-Kanal. Falls du neu dabei bist, mein Name ist Chris und ich habe nichts Besseres zu tun, wie im Umzugsstress mir ein neues Projekt an die Backe zu nageln. Um was es sich handelt und was die nächste Videoserie einleitet, erfährst du im Anschluss. Und wie immer gilt, hat dir das Video gefallen, gib ihm Daumen nach oben und wenn Fragen offen sind, hau das in die Kommentare. Viel Spaß beim Video. Dann wollen wir mal schauen, ob jemand zu Hause ist. Ja? Heute bin ich so motiviert. Ich nehme sogar die Treppe. Hallo! Hat er sich schnell wieder verkrümelt? Ach du Scheiße! Ja. Stunts-Outfit, es ist Sonntag, was erwartest du von mir? Ja, dass du top gestylt mich empfängst. Das ist der richtige, ne? Ich bin top gestylt. So, Janek, wie kriegen wir das jetzt weg? Ja, Fragen oder mit einem kleinen Rollhut, aber ich weiß nicht, ob das ein Spiel ist. Ich muss gleich mal gucken. Okay. Das sind ein paar Socken hier, ey. Ja, dann erstmal ankommen. So, Janek, willst du loswerden? Auf YouTube hat er es probiert, auf eBay Kleinanzeigen hat er es probiert. Und jetzt kommt der Resteverräter. Und jetzt kommt mal wieder der Aquarium-Messi und nimmt sich den Ganzen an. Gibt ein neues Projekt. Melli freut sich schon richtig drauf. Dennis wird in den Wohnbereich einziehen. Technikbecken, Janiks. Hochprofessionell eingeklebte Scheibe. Mal ja, gucken, irgendwo was musste ich den Abschäumer damals unter. Ja, stimmt, das war ein Hänger. Genau, Anfang, ich hatte diesen kleinen Hänger und Abschäumer und ich dachte halt, der Wasserstand unten wäre hoch genug. War er aber nicht. War nicht. Ja, verrohrungstechnisch, da hat auch schon jemand irgendwie mal einen Flying Reef oder nee, Floating Reef, Entschuldigung, genau. Floating Reef drauf gemacht. Ja, das war vom Vorbesitzer noch nicht. Hat Silikon jetzt nicht gestört. Ob es abgeht, weiß ich nicht. Probieren mit dem Klinger. Ja. Mit der Klinge. Ja, und dann habe ich mein erstes größeres Aquarium. Das ist dann Sprung von 40 Liter auf. 110, 120 so ein Intro. Ja, plus Filter, also so 130 Liter. Ja. Zum ersten Mal dann vielleicht ein paar Fischchen einziehen dürfen. Mal gucken, was ist das? Das war der Kamm? Genau, du kannst einfach draufstecken. Andersrum. Genau. Ja, dann ja, auch noch kann man. Mit einer Hand wird das nächste Dorf. Genau. Kann man machen. Muss man aber nicht. Muss man nicht. Und das war die Rückförderleiter? Genau, die wird einfach nur reingesteckt hinten. Also da ist nichts mit geklebt, es wird einfach nur gestopft. Oben ist aber festgeklebt. Also das kriegst also da ist eine Durchführung. Genau. Ich habe mir das letzte Mal gar nicht so angeguckt. Mal reinlenzen. Genau, das Problem ist, deswegen hatte ich immer Probleme mit dem Wasserstand, dass unten wirklich Boden nach. Ach, das sind so Tankdurchführungen. Ja, genau. Keine Richtung, also so eine, ja. Wo die komplette Leitung durchgedrückt wird. Ja, und da steckst du auch einfach nur rein. Ja. Gut, ich würde es austauschen gegen was Höheres, ansonsten hast du wie ich das Problem, dass das Technikbecken bis fast unter die Kimme vollläuft, weil bis hier sowieso, mit wir noch tiefer wegen dem Auslauf. Ja. Hast du schon eine Notbohrung, habe ich da extra ja noch reingemacht, die war ja nicht mal, die habe ich noch gemacht, okay. Weil ansonsten wäre das ganze Technikbecken vollgelaufen und nicht nur ein bisschen. Ja, für den Kurs kann ich auf jeden Fall basteln, habe ein bisschen Spaß dabei. Das Silikon ist ja auch noch top, das Becken selber ist gut. Das Becken an sich habe ich jetzt... Hat nur einen Kratzer vorne und das war's. Ich bin ja sehr gut in die Preisverhandlungen eingestiegen. Mhm. Janik hatte ja versucht, bei manchen Gruppe schon dafür zu werben. Und habe ich gesagt, das würde nicht mal am Sperrmüll abgeholt werden. Grundvoraussetzungen geschaffen und auf 40 Euro runtergedrückt. Tja, euer Problem, ihr wollt jetzt nicht. Mal gucken. Aber es ist auch zu stunkel dann doch. Ich wollte es als Ablegerbecken verwenden, aber als ich es mal daneben gestellt habe, das Naios ist halt transparent verklebt. Und ja. Da kannst du nicht so einen schwarzen Block nebenstellen. Und es ist auch ziemlich wuchtig, ne? Darum ja, also für ein Ablegerbecken ist es wuchtig. Man hätte, wenn, dann auch sowas in Anemonenbecken wahrscheinlich draus machen müssen, aber gleich wieder zwei Systeme oder selbst wenn man es mit anschließt, ein anderes Hauptbecken noch mit nochmal Steine. Oh nee, danke. Reicht nur das bei mir gerade, die Steine für Schmollerei so, ne? Ja. Brauche ich nicht nochmal. Ja, das wird schon. Das ist nur Mayas Klettergerüst jetzt weg. Ja, Mayas Klettergerüst zieht um. Den Schrank werde ich komplett neu bauen. Stück für Stück.
ich sag ja, Umzug ist im vollen Gange. Renovierungsarbeiten habe ich noch. Aber ich nagel mir zusätzlich jetzt noch ein neues Projekt an die Backe. Man hat ja schon Schnitz zu tun. So, dann mal schauen, wie wir das gute Stück rauskriegen, transportiert bekommen. Das liegt aber nicht viel. Nee. Das habe ich hier hochgetragen mit einem Kumpel, ganz entspannt. Und das war es auch schon. Alles, was ich bisher über den Captur gesagt habe, nehme ich hiermit offiziell zurück. Er ist geräumiger, wie ich dachte. Aquarium, alles problemlos Platz gefunden. Hier steht das Glasbecken. Die Kante zur Sicherheit mit dem Nackenkissen abgesichert. So, und dann fahren wir zu Arne und bringen da noch einen kurzen Update. Jetzt die Klimaanlage auf Vollgas drehen, denn es ist gefühlt 40 Grad im Schatten. Okay, es sind nur 31, aber es fühlt sich viel wärmer an. Ja, auch toll. Immer wenn ich von meiner Frau das Auto nehme, na, fällt was auf, muss ich tanken gehen. Aber übernehme ich doch gerne für dich, Schatz. Bitteschön, gern geschehen und jetzt kann es weitergehen, ohne Angst haben zu müssen, unterwegs liegen zu bleiben. So, mittlerweile bin ich zu Hause angekommen, habe das System ausgeladen, mal grob aufgebaut und mache jetzt eine Bestandsaufnahme. Jannik hat ja sein Leid geklagt mit dem System, dass er immer wieder das Problem hatte bei Ausschalten der Rückförderpumpe, dass das Technikbecken fast übergelaufen ist. Da es nicht sorgfältig gereinigt wurde, erkennt man jetzt ganz gut, wo der reguläre Wasserstand war. Hier auf dieser Höhe. Das ist schon halb gefüllt fast. Und hier oben war das Ganze dann bei ausgeschalteter Rückförderpumpe. Dazu muss man aber auch noch sagen, dass ja die Technikkomponenten noch dazukommen, die auch Volumen einnehmen, also Abschäumer, Rückförderpumpe, Medienreaktor oder was er da alles drin hatte. Was mir jetzt beim Zusammenbau schon nicht so wirklich gefallen hat, war dieses Schrägsitzventil, was so angebracht wurde. Ich hätte das gerne hier, um möglichst viel Wasser anzustauen und das geräuscharme hinzubekommen. Darüber hat Jannik sich jetzt nicht beschwert. Ich gehe auch mal davon aus, da der Schacht ziemlich groß ist und viel Volumen bietet, dass das auch so funktioniert. Muss ich mir nochmal angucken. Die eingeklebte Scheibe möchte ich entfernen, möchte eine quer einsetzen. In der letzten Kammer, also nur zwei Kammern, eine Hauptkammer, eine von der Rückförderpumpe, wo ich dann den Sensor installiere für das Osmosewasser. Wenn ich davon ausgehe oder die Theorie verfolge, je kleiner das Volumen ist, wo der Sensor angebracht ist, desto besseren Ausgleich habe ich im System, was die Sanität angeht. So wenig Schwankungen wie möglich möchte ich da drin haben. Und jetzt schauen wir oben das Hauptaquarium an. Was mir hier jetzt nicht so gefällt, ist, wie das gelöst ist mit der Rückförderleitung. Da klafft ein 20 mm müsste das sein, 20 mm Rohr raus. Sieht jetzt optisch nicht so toll aus. Vor allen Dingen, weil hier rechts und links die Strömungspumpen installiert sind. Zusätzlich hat man auch das Problem, man sieht hier, wie hoch das Wasser angestaut war. Ich den kann man entnehmen. Das sind alleine schon von maximalen Füllstand, wie das Wasser zurückläuft hier auf den Kamm, weil der nicht dicht abschließt, dürften rund 20 Liter sein. Der Kamm sieht auch nicht mehr so toll aus, stelleweise schon gebrochen. Jannik hat sich dann mit PVC-Röhrchen beholfen. Meine Idee war jetzt, dass ich den sowieso nicht mehr so tollen Überlaufkamm entferne und einen älteren Kamm installiere, der mit einer Kammtasche versehen ist. Ich die Kammtasche hier aufklebe, schön dicht mache mit Silikon und dann gewinne ich auf jeden Fall schon mal
2 cm mehr Volumen, wo im Hauptsystem dann verbleibt und nicht ins Technikbecken geht. Mit dem System hier war mein erster Gedanke jetzt, da links und rechts eine Strömungspumpe reinkommen soll, ich das Aquarium von hinten nach vorne beströme, so eine Ringströmung mache, ich eventuell hier eine Bohrung mache und die Rückförderpumpe hier rausströmt. Zusätzlich dann unten im Schrank an der Leitung ein Rückschlagventil anbringen, dass mir das nicht leer läuft. Bin ich noch unschlüssig, weil der Teilemarkt, glaube ich, nicht so viel anbietet. Muss ich mal schauen, was ich da im Netz finde. Des Weiteren war ja hier das geschlitzte Rohr unten direkt eingesteckt. Somit hat sich der ganze Schacht, ich gehe mal davon aus, dass das auch nochmal gut 8 Liter sind, entleert beim Abschalten der Rückförderpumpe. Den setze ich einfach ein Stück höher. Muss halt dann mal schauen, wie die Schmodderbildung ist im Schacht. Jetzt selber nicht so die Erfahrung mit. Ja, das sind jetzt so die nächsten Schritte. Also heißt es, Überlaufkamm besorgen, PVC-Teile besorgen, hier unten ein Rückschlagventil besorgen. Ob ich es mich wirklich getraue, hier reinzubohren? Bin ich mir noch sehr unschlüssig. Aber ihr werdet es in den nächsten Videos sehen. Wie gesagt, ich habe noch viel um die Ohren. Sprich, ganz gemütlich, Stück für Stück. Teile ranschaffen, installieren, ausprobieren. Bevor ich das Wohnzimmer flute. Was mir auch nicht gefällt, ist dieses Silikon. Ich weiß, also es fühlt sich fast an wie so eine Unterlegmatte, die mit Silikon daran befestigt wurde. Ich werde mal schauen, wenn ich das zum ersten Mal gefüllt habe, mit der Klinge entfernt bekomme oder nicht. Wäre ganz schön, dass optisch mir jetzt nicht wirklich gefällt. Ja, dann sage ich an dieser Stelle auf Wiedersehen und bis bald auf dem Tiki Reefer YouTube Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis demnächst, euer Chris.